Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Bundeskanzlerin, Sie haben gesagt, dass Deutschland im Fadenkreuz des Terrorismus steht. Ich hatte am vergangenen Sonntag ein sehr bedrückendes Erlebnis. Ich habe einen Weihnachtsmarkt in Berlin besucht, und da gab es plötzlich eine laute Explosion, danach eine riesige Stichflamme. Und ich habe ganz viele Menschen gesehen, die mit schreckensweisen, weiten Augen zum Ausgang gestürzt sind. Später war dann zu erfahren, dass es sich nur um eine Gasflasche an einem Glühweinstand handelte. Aber wir können uns vermutlich alle vorstellen, welche Bilder die Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes vor Augen hatten. Ich glaube, das ist auch ein Ausdruck, dass sich unsere Gesellschaft schon jetzt verändert hat. Durch die Terroranschläge, durch die Debatten auch um Flüchtlinge. Wir stehen ja am Ende eines Jahres, was außergewöhnlich war. Und Europa befindet sich am Ende des Jahres, auch wie Deutschland, an einem Scheideweg. Die Frage ist, ob soziale Gerechtigkeit, demokratischer Ausgleich, friedliche Konfliktlösung die nationale und internationale Politik beherrschen oder ob Drohungen, Boykotte und Waffenklirren das bestimmen. Die Antwort ist offen und die Signale, meine Damen und Herren, sind widersprüchlich. Die Reaktion der Menschen nach den Attentaten in Paris, in Berlin, in London, die waren so, dass sie klar waren, ihr macht uns unsere Demokratie nicht kaputt, wir lassen uns unser Leben nicht zerstören, wir lassen uns die offene Gesellschaft nicht kaputt machen, wir geben kein Stück Freiheit freiwillig her. Das, meine Damen und Herren, muss auch unser Signal sein. Wir haben auf dem Klimagipfel erlebt, dass in buchstäblich letzter Sekunde klar geworden ist, es geht ums Überleben. Und die Freudentränen von Frau Hendricks waren ja ein positiver Ausdruck. In der Flüchtlingspolitik allerdings, meine Damen und Herren, finden die Staaten der Europäischen Union eben nicht zu einem solidarischen Miteinander. Und hier geht es tagtäglich um Leben und Tod. Wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, dass Menschen, darunter viele Kinder, monatelang in Flüchtlingstrecks unterwegs sind oder gar im Mittelmeer ertrinken. Dagegen muss entschlossen und entschlossener gehandelt werden. Da ist Führung in Menschlichkeit angesagt, meine Damen und Herren. Wir alle sind gemeinsam in der Verantwortung. Die Bundeskanzlerin hat darauf verwiesen, die Werte der Aufklärung, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit in die Europäische Union nicht nur einzubringen, sondern diese zu verteidigen. Und da erwarte ich, Frau Bundeskanzlerin, dass Sie mindestens die Position des CDU-Parteitags auch in den Debatten mit Ihren europäischen Partnern einbringen, mit Herrn Orbán, mit der neuen polnischen Führung, mit anderen, die sich eben einer Solidarität mit Flüchtenden konsequent verweigern. Das muss die Mindesthaltung sein, die wir haben. Es ist aber, glaube ich, kein Zufall, dass in Ihrer gesamten Rede das Wort sozial nicht vorgekommen ist. Es ist schlicht nicht vorgekommen. Und wenn ich Fluchtursachen bekämpfen höre, das ist inzwischen leider zu einer Phrase geworden. Wie geht denn das zusammen, wenn wir Fluchtursachen bekämpfen wollen, aber weiterhin Waffen nach Saudi-Arabien und nach Katar exportieren? In dieser Woche ist der SIPRI-Bericht veröffentlicht worden. Da ist die positive Meldung, die Waffenexporte gehen weltweit zurück. Das ist eine positive Meldung. Aber es gibt Ausnahmen. In Europa zwei Länder, die Schweiz und Deutschland. Dann noch Südkorea und Russland. Ja, meine Damen und Herren, das ist doch nicht hinnehmbar. Warum machen wir das weiter? Warum exportieren wir Waffen in alle Welt? Wir haben am Wochenende ja die Parteitage gehabt und da doch sehr, sehr problematische Weihnachtsbotschaften. Und ich will auf einige ganz kurz eingehen. Herr Gabriel hat auf dem Parteitag gesagt, die Bundeskanzlerin und der Finanzminister haben einen Beitrag geleistet zum Aufschwung des Front National durch ihre Austeritätspolitik. Wenn denn das stimmt, dann frage ich Sie, mit denen koalieren Sie doch. Wenn denn das wirklich wahr ist, dann müssen Sie doch handeln und da wirklich etwas verändern. Und dann sagt Herr Gabriel, ja, wir müssen, wenn es Bodentruppen gibt, dann müssen wir wirklich einen Mitgliederentscheid machen. Also erstmal macht mich das nachdenklich. Offensichtlich hält er das ja wirklich für möglich. Und ich frage mich, wenn es da einen Mitgliederentscheid geben soll, wieso dann eigentlich nicht in Mali? Wieso dann nicht bei der Flugunterstützung? Sind das nicht dieselben Handlungen? Also zumindest diese Frage müssen Sie sich doch auch stellen. Und dann will ich auch zum Bundesaußenminister ein Wort sagen, auch wenn er gerade gegangen ist, er sitzt da hinten. Also auf den Parteitag zu sagen, diejenigen, die mit Nein stimmen, die Linken, sind Heuchler.
Also zunächst mal will ich festhalten, dann sind auch ca. 30 SPD-Abgeordnete Heuchler, dann ist die Mehrzahl der Grünen Heuchler und dann ist auch jemand wie Matteo Renzi aus Italien Heuchler, denn der hat mit derselben Begründung, mit der wir Nein gesagt haben, für Italien Nein gesagt. Das kann nicht wahr sein. Auch diejenigen, die Nein gesagt haben, haben verantwortungsvoll über ihre Entscheidung nachgedacht, Herr Steinmeier. Frau Bundeskanzlerin, ich wünsche mir für Ihr Agieren beim Europäischen Rat drei Dinge. Erstens. Werben Sie für eine Allianz gegen den Krieg. Terror lässt sich nicht mit Krieg bekämpfen. Es muss Schluss sein mit der Spirale der Gewalt, meine Damen und Herren. Wir haben in Libyen, wir haben in Irak gesehen, Diktatoren sind weggebombt worden, aber den Staaten und Völkern ist keine Perspektive eröffnet worden. Ja, Assad hat sich auf das Schlimmste am syrischen Volk vergangen, ist unbestritten. Aber Bomben und Tornados werden diesem Volk keinen Frieden bringen, meine Damen und Herren. Zweite Bitte. Werben Sie beim Europäischen Rat für die Einsicht, dass Quoten, Missgunst und Unfreundlichkeit Menschen nicht abschrecken, denen es ans Leben geht. Dass diese sich nicht aufhalten lassen durch Hotspots, durch Mauern und Zäune und Frontex. Also mit den Quoten, wenn ich mich recht entsinne, waren wir doch diejenigen, die Anfang des Jahres noch dagegen waren. Und jetzt wundern wir uns, dass Griechen und Italiener da plötzlich eine andere Haltung haben. Bringen Sie Ihre Autorität ins Spiel, damit Flüchtlingspolitik keine Abschottungs- und Ausgrenzungspolitik wird, sondern Menschenrechtspolitik, meine Damen und Herren. Und in diesem Zusammenhang, ja, ich unterstütze das, wenn Sie sagen, die finanziellen Beiträge in der Flüchtlingshilfe, mit wem auch immer, wegen meiner auch mit dem Emir von Kuwait, völlig wurscht, Hauptsache die Mittel stehen zur Verfügung. Das ist in Ordnung. Aber es ist natürlich ein verheerendes Signal, wenn die Milliardenzahlung der EU-Staaten an die Türkei faktisch zu einem Aktionsplan der Flüchtlingsabwehr werden. Die 3 Milliarden müssen nicht zu Erdogan, sondern wenn, dann zu Flüchtlingsorganisationen, meine Damen und Herren. Das müssen Sie korrigieren. Das muss doch bei den 2 Millionen Flüchtlingen aus Syrien ankommen und nicht von Herrn Erdogan etwa verteilt werden. Meine dritte Bitte, kurz und knapp, ist, machen Sie gemeinsam mit den anderen EU-Staaten Druck auf die türkische Regierung, wenn Sie mit dem Ministerpräsidenten reden. Es kann nicht sein, dass die Beitrittsverhandlungen fortgeführt werden, solange die Türkei ein Transitland des Terrors ist, solange die Türkei Krieg gegen Kurdinnen und Kurden führt, solange die Türkei grundlegende Menschenrechte missachtet. Das kann nicht sein. Entwickeln wir Europa als Solidargemeinschaft oder als Bollwerk? Das ist die Frage. Frau Bundeskanzlerin, sorgen Sie dort für eine zukunftsfähige Antwort. Dankeschön. Das war die Rede von Dietmar Bartsch für die Opposition, für die Linksfraktion. Seine Antwort auf die Bundeskanzlerin. Nächster Redner ist jetzt der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Thomas Oppermann. Oh, ganz schön groß, der Bartsch. Na, erst mal lang, groß, lang, 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 lang. Okay. Ja, meine Damen und Herren, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. 2015, das war ganz gewiss kein einfaches Jahr für uns in Deutschland. Für die Europäische Union dagegen war es wohl das schwierigste Jahr der letzten Jahrzehnte. Die Terroranschläge von Paris, der Kampf um den Verbleib von Griechenland in der Eurozone und nicht zuletzt die Flüchtlingskrise mit Millionen Flüchtlingen, das sind gleich drei große Herausforderungen, auf die Europa eine Antwort geben muss. Und nicht vergessen dürfen wir, dass unsere osteuropäischen Partner noch immer unter dem Eindruck der russischen Aggressivität in der Ukraine stehen und sie als Gefahr für sich selbst wahrnehmen. Diese Krisen haben die Europäische Union teilweise an den Rand ihrer Möglichkeiten gebracht. Gut ist, dass Europa bei den Terroranschlägen in Frankreich zusammengeblieben ist, dass wir gemeinsam handeln, aber uns nicht darauf einlassen, Freiheit und Sicherheit gegeneinander auszuspielen. Und ich bin froh, dass wir im Sommer es geschafft haben, Griechenland in der Eurozone zu halten. Ich wage mir gar nicht auszumalen, was passiert wäre, wenn wir heute, wenn Griechenland mitten in der Flüchtlingskrise bankrott gegangen wäre. Gut, dass uns das erspart geblieben ist. Aber was mir Sorgen bereitet, ist, in welchem Ausmaß in der Flüchtlingsfrage die Solidarität zwischen den EU-Ländern verloren geht. Und was mich am allermeisten beunruhigt, das ist der kaum gebremste Vormarsch von
nationalistischen und populistischen Kräften in ganz Europa. Auch wenn der Front National zum Glück die Stichwahlen verloren hat, es darf uns nicht kalt lassen, dass in Frankreich am letzten Sonntag 6,8 Millionen Wählerinnen und Wähler eine rechtsnationale, populistische Partei gewählt haben. In Ungarn steht Viktor Orban in der autoritären, sieht Viktor Orban in der autoritären Führerschaft von Wladimir Putin ein Vorbild für sein Land. Und in Polen lässt die neue rechtsnationale Regierung als erste Amtshandlung die Europafahne einziehen. Die Partei der polnischen Regierungschefin PiS bildet mit der AfD im Europäischen Parlament eine gemeinsame Fraktion und betreibt dort Fundamentalopposition gegen Europa. Und selbst im wirtschaftlich prosperierenden Schweden liegen die völkischen und nationalsozialistischen Schwedendemokraten mit jetzt inzwischen bei 16%. Meine Damen und Herren, wenn wir das nicht stoppen, dann wird es ganz schnell duster in Europa. Wenn einzelne Länder glauben, dass der Nationalismus für sie eine Lösung ist, dann wäre das der größte Irrtum dieser Zeit. Und in Wirklichkeit wäre es die Wiederholung eines großen Irrtums, denn nationalistische Lösungen sind immer Scheinlösungen. In den vergangenen 70 Jahren war es gerade die Überwindung von Nationalismus, die Europa Frieden und Wohlstand gebracht hat. Für diese historische Leistung hat die Europäische Union den Friedensnobelpreis bekommen. Fast alle Probleme, die wir heute haben, egal ob es Flüchtlinge, Sicherheitsfragen, Finanzmärkte, Steuersysteme, Klimawandel und Energieerfordernisse oder Wertschöpfungsketten sind, für all diese Probleme, auf die wir heute eine Antwort suchen, all diese Probleme sind transnational. Sie machen weder an nationalen Grenzen Halt, noch können sie innerhalb nationaler Grenzen und in nationaler Souveränität gelöst werden. Das geht nur mit europäischen Antworten. Wenn sich jetzt trotzdem wieder Nationalismus und nationalstaatliches Denken in Europa durchsetzen, dann wird es danach in jedem einzelnen europäischen Land schlechter gehen als vorher. Es wäre das Ende von Europa als Friedensmacht und das Ende einer offenen europäischen Gesellschaft. Und das dürfen wir nicht hinnehmen, meine Damen und Herren. Die europäischen Demokratien müssen alles dafür tun, um diese Entwicklung zu stoppen. Was uns nicht hilft, sind Appelle an die Vernunft. Und was uns auch nicht hilft, ist, die EU permanent schlecht zu reden. Aber die Europäische Union muss jetzt ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen. Wenn es 195 Staaten schaffen, sich in Paris auf ein völkerrechtlich verbindliches, weltweites Klimaschutzabkommen zu verständigen, dann muss es auch 28 Mitgliedsländern der Europäischen Union gelingen, sich in den wesentlichen Fragen zusammenzuraufen. Und dazu gehören für mich vor allem Sicherheit, Gerechtigkeit und Wachstum. Sicherheit, das bedeutet für viele Menschen, dass der Staat in der Lage sein muss, seine Außengrenzen zu schützen. Die türkisch-griechische Grenze ist praktisch offen. Was dort bisher passiert ist, das bestimmen ausschließlich kriminelle Schleuserorganisationen, die an den Flüchtlingen Milliarden verdient haben. Die chaotische Situation an den europäischen Außengrenzen ist ein zusätzlicher Nährboden für Rechtspopulisten und Nationalisten in diesem Land. Das darf nicht so bleiben, weil es sonst früher oder später zu einer Renationalisierung der Grenzen im Schengen-Raum kommen würde. Und genau das wollen wir unbedingt vermeiden. Deshalb ist die von der Bundeskanzlerin beschriebene Zusammenarbeit mit der Türkei unerlässlich. Europa muss aber auch eigene Maßnahmen ergreifen für eine funktionierende Grenzsicherung. Ich hoffe, dass sich der Europäische Rat morgen auf einen Ausbau von Frontex zu einer modernen Grenzschutzbehörde einigen kann.
Wenn Mitgliedstaaten wie Griechenland nicht in der Lage sind, ihre eigenen Grenzen zu sichern, dann muss die EU in solchen Situationen auch eingreifen können. Ein effektiver Grenz- und Küstenschutz bedeutet indessen keine Abschottung von Europa, sondern im Gegenteil, wir werden unsere humanitären Verpflichtungen erfüllen, indem wir großzügige Kontingente aufnehmen und dadurch Schlepperorganisationen ausschalten. Meine Damen und Herren, 1,5 Millionen Flüchtlinge, das ist eigentlich für 500 Millionen Europäerinnen und Europäer kein Problem, wenn sich alle beteiligen. Und deshalb bei allem Verständnis für die Probleme der osteuropäischen Länder, ein Minimum an Solidarität darf nicht verweigert werden. Der Europäische Rat hat im Oktober beschlossen, 160.000 Flüchtlinge in Europa zu verteilen. Das ist immerhin ein erster Schritt. Aber selbst dieser Beschluss wird noch nicht ausgeführt, obwohl er auf einer klaren Rechtsgrundlage besteht. Ich finde es richtig, dass die EU-Kommission jetzt mehr Druck auf Polen zum Beispiel ausübt. Und ich glaube, das ist auch das Signal, dass die Bundeskanzlerin mitnimmt, wenn sie nach Brüssel fährt. Aber ich sage auch, wir sollten das nicht mit dem erhobenen moralischen Zeigefinger tun. Denn als vor vier Jahren die Krise nicht in Deutschland, sondern in Lampedusa und in Griechenland war, da hat die deutsche Bundesregierung Flüchtlingsquoten abgelehnt. Und das zeigt uns, es ist immer gefährlich, Solidarität situationsbedingt abzulehnen, weil man kurze Zeit später genau in die gleiche Situation kommen kann. Und deshalb möchte ich die Haltung der Regierungen der baltischen Staaten einmal besonders herausheben. Auch in diesen Staaten gibt es in der Bevölkerung eine massive Ablehnung gegenüber Flüchtlingen. Aber die Regierungen haben trotzdem für den Umverteilungsplan von 160.000 Flüchtlingen gestimmt. Ab Januar 2016 stehen die nötigen Kapazitäten dort auch bereit. Und sie werben mit Plakaten gegenüber ihrer Bevölkerung mit eben dieser Solidarität. Das ist politisches Engagement, auch nicht ganz ohne Risiko. Aber die Balten machen es, weil sie wissen, dass Solidarität in zwei Richtungen funktioniert. Wer sie erwartet, der muss auch bereit sein, sie selbst zu zeigen. Diese Haltung dürfen wir jetzt, glaube ich, auch von allen anderen europäischen Partnern erwarten. Dabei finde ich, dass schon ein Unterschied gemacht werden muss zwischen den Ländern, die sagen, wir wollen keine Flüchtlinge aufnehmen, weil das Muslime sind. Ich finde, das geht überhaupt nicht. Das ist auch mit der Europäischen Grundrechtscharta völlig unvereinbar. Und zwischen den Ländern, die Massenarbeitslosigkeit haben und die sich besorgt fragen, wie schaffen wir die Integration der Flüchtlinge auf unserem Arbeitsmarkt? Da sind wir ja in einer besseren Situation. Wir haben einen robusten Arbeitsmarkt. Wir haben nicht nur die Arbeitslosigkeit halbiert. In Deutschland sind in den letzten 12 Monaten sage und schreibe über 600.000 sozialversicherungspflichtige neue Arbeitsplätze entstanden. Da ist es natürlich auch einfacher, offener gegenüber Flüchtlingen zu sein. Ich finde, dass diesen Ländern, die in Europa auf dem Arbeitsmarkt immer noch Schwierigkeiten haben, von der Europäischen Union geholfen werden muss. Aber zu einer solidarischen Antwort in der Flüchtlingskrise gehört für mich auch, dass die EU andere Prioritäten im Haushalt setzt, um die Fluchtursachen zu bekämpfen. In diesem Bereich muss es nach meiner Meinung zu einer massiven Umschichtung der Mittel kommen. Es kann nicht sein, dass die Europäische Union 60 Milliarden Euro für Agrarsubventionen ausgibt und in den Flüchtlingslagern in Jordanien und im Libanon haben die Menschen nicht genug zu essen. Deshalb erwarte ich, dass die EU bei der Überprüfung des mehrjährigen Finanzrahmens
ihre Mittel Schritt für Schritt so umschichtet, dass schon bald ein zweistelliger Milliardenbetrag pro Jahr für die Stabilisierung der Krisenländer, für Fluchtprävention und für wirtschaftliche Zusammenarbeit zur Verfügung steht. Das wird zwangsläufig dazu führen, dass die EU weniger Mittel für andere Subventionen zur Verfügung hat. Was allerdings gar nicht geht, ist, sich sowohl bei der Unterbringungssolidarität als auch bei der Finanzierungssolidarität zu verweigern. Das dürfen wir nicht zulassen. Meine Damen und Herren, wir brauchen Sicherheit. Und das Zweite, was wir brauchen, ist mehr Gerechtigkeit in Europa. Denn bei vielen Menschen ist von der Finanzkrise nur noch hängen geblieben, dass wir die Banken, also die Verursacher, gerettet haben und für die normalen Leute, also die Opfer der Krise, nichts getan haben. Das ist zwar im Kern falsch, denn wir haben nicht nur die Banken gerettet, sondern wir haben auch mit einem gewaltigen Konjunkturprogramm die Arbeitsplätze von vielen Menschen gerettet. Aber dennoch haben wir trotz aller Fortschritte bei der Reform der Finanzmärkte, bei der Bankenunion zum Beispiel, die eigentlichen Verursacher der Finanzkrise bis heute nicht ausreichend herangezogen. Und deshalb ist die Einführung der Finanztransaktionssteuer von zentraler Bedeutung für die Frage, ob es in Europa gerecht zugeht. Und dazu gehört auch die Frage, ob wir endlich die Steuerschlupflöcher in Europa so beseitigen, dass den Staaten nicht mehr Milliarden von Steuereinnahmen verloren gehen. Kleine und mittlere Unternehmen zahlen brav in den Mitgliedsländern ihre Steuern. Sie haben keine Chancen, Steuern zu sparen durch grenzüberschreitende Steuergestaltungen. Multinationale Unternehmen hingegen nutzen den Binnenmarkt in Kombination mit den nationalen Steuersystemen, um Steuern zu umgehen. Das ist ein zweifelhaftes Privileg auf Kosten der kleinen und ehrlichen Unternehmen. Und wenn jedes EU-Land sich Steuerlücken ausdenkt, um Unternehmen anzulocken, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn am Ende in keinem Land mehr die Steuern gezahlt werden. Ich finde, dieser schädliche Steuerwettbewerb mit den Mitteln nationalstaatlicher Konkurrenz, der muss ein Ende haben. Mehr Sicherheit, mehr Gerechtigkeit und mehr Wachstum muss Europa schaffen. Ob in Frankreich, Spanien oder Italien, in vielen Ländern sind die Reformen lange verschleppt worden. Das wird jetzt angepackt. Und deshalb sollte Europa hier mit Investitionen massiv unterstützen. Wir müssen die EU-Vorhaben voranbringen, die neue Wachstumschancen eröffnen. Dazu gehört die Energieunion, die Kapitalmarktunion und nicht zuletzt der digitale Binnenmarkt. Meine Damen und Herren, wenn die Ultranationalisten die Europäische Union zum Feindbild erklären, dann können wir ihnen nicht dadurch entgegentreten, dass wir selbst den Rückbau der EU vorantreiben. Genauso wenig wie die EU erfolgreich sein wird, wenn sich alle nur die Rosinen herauspicken dürfen. Rechte und Pflichten gehören zusammen. Und das muss auch David Cameron gesagt werden, wenn er sich jetzt aufmacht, Bedingungen für den Verbleib von Großbritannien in der Union zu verhandeln. Aber trotzdem wollen wir, dass Großbritannien Mitglied der Europäischen Union bleibt. Denn Großbritannien ist in der Tat eine große politische, kulturelle und wirtschaftliche Bereicherung für die EU. Insbesondere Deutschland haben Großbritannien viel zu verdanken, ob bei der Entwicklung des Rechtsstaates, beim Kampf gegen Hitler-Deutschland oder bei dem vehementen Einsatz der Briten für die Osterweiterung der EU. Ohne Großbritannien würde Deutschland eine starke Stimme der wirtschaftlichen Vernunft fehlen und die EU hätte international und außenpolitisch deutlich weniger Gewicht. Und deshalb, meine Damen und Herren, sollten wir alle dafür eintreten und alle dafür arbeiten, dass Großbritannien Mitglied der Union bleibt. Vielen Dank.
Die Rede von Thomas Oppermann, dem Vorsitzenden der SPD-Fraktion, in der Aussprache, die folgt auf die Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Nächster Redner ist jetzt Anton Hofreiter, Bündnis 90 Die Grünen und ebenfalls Vorsitzender seiner Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, ja, letzte Woche konnte man bei der Weltklimakonferenz in Paris erleben, dass die internationale Staatengemeinschaft auch noch in der Lage ist, zukunftsweisende Beschlüsse zu fassen. Und der Beschluss, die Welterwärmung auf 1,5 Grad bis unter 2 Grad zu begrenzen, ist ein historischer Beschluss und ist eine große Chance, die sich da für uns alle eröffnet hat. Aber dieser Beschluss hat auch deutliche Schwächen, nämlich bei den Maßnahmen steht relativ wenig dazu drin. Diese Maßnahmen müssen jetzt national umgesetzt werden. Und Sie haben selbst davon gesprochen, Frau Merkel, dass der Vertrag jetzt engagiert mit Leben erfüllt werden muss, waren Ihre Worte. Ja, das stimmt. Aber warum tun Sie dann genau das nicht? Warum tut Ihre Koalition dann genau das nicht? Nämlich engagiert. Engagiert diesen Vertrag mit Leben erfüllen würde bedeuten, Kohleausstieg würde bedeuten, dass VW seine Grenzwerte in der Realität einhält und nicht letztendlich wie ein Verkehrsministerium haben, das dem Betrug zuschaut. Es würde bedeuten, dass wir eine Verkehrswende haben und es würde bedeuten, dass wir endlich eine Agrarwende umsetzen würden und nicht einen Landwirtschaftsminister, wo noch nicht einmal die Landwirte wissen, wie er heißt. Alles aufs Fahrrad. Und diese Solidarität, die man in Paris beim Weltklimagipfel erleben konnte. Diese Solidarität müssen wir leider auf europäischer Ebene beim Umgang mit den Flüchtlingen vermissen. Es wird ja gern so dargestellt, als wenn es sich um ein nahezu unlösbares Problem handeln würde, wenn 800.000, 1 Million, 1,5 Millionen Flüchtlinge nach Europa kommen. Aber man vergisst dabei gerne, dass die Europäische Union über 500 Millionen Einwohner hat. Die Europäische Union ist groß und stark. Und wenn es ein solidarisches Modell gäbe, wäre dieses Problem deutlich einfacher zu lösen. Da geben wir Ihnen recht. Aber in Deutschland hat man sehr, sehr gerne vergessen in der Debatte, dass die Bundesregierung, dass es die Bundesrepublik Deutschland war, die in den letzten 10 Jahren Solidarität beim Umgang mit Flüchtlingen vermissen hat lassen. Jeden Versuch der EU-Kommission und anderer europäischer Staaten, das ungerechte Dublin-System, das die Last alleinig den Grenzländern aufgedrückt hat, jeden Versuch haben sie zunichte gemacht. Und jetzt, wo wir selbst die Solidarität benötigen, jetzt, wo wir sie selbst benötigen, jetzt verweigern uns die anderen die Solidarität. Deswegen wäre es einfach dringend notwendig. Jetzt kann man sagen, alles vergossene Milch, alles in der Vergangenheit. Ja, das stimmt, alles in der Vergangenheit. Aber deshalb wäre es dringend nötig, Frau Merkel, wenn Sie sich klar hinstellen würden und sagen, ja, wir waren in den vergangenen 10 Jahren unsolidarisch. Wir haben da einen großen Fehler gemacht als Bundesrepublik Deutschland. Wir werden diesen Fehler in Zukunft nicht mehr machen. Und wir bitten jetzt um eure Solidarität, weil wir sie jetzt brauchen. Geben Sie sich den Ruck, machen Sie diese große Geste und Sie erhöhen die Chance, dass es endlich wieder zur Solidarität in Europa kommt. Und Frau Merkel, Sie haben davon gesprochen, dass man die Fluchtursachen bekämpfen muss. Ja, Sie haben absolut recht. Man muss die Fluchtursachen bekämpfen. Es ist dringend notwendig, die Fluchtursachen zu bekämpfen. Und Sie haben 3 Beispiele genannt bei der Bekämpfung der Fluchtursachen. Absprachen und besserer Informationsaustausch auf der Balkanroute. Nein, das hat mit Fluchtursachenbekämpfen nichts zu tun, denn die Menschen sind da längst auf der Flucht. Nächster Punkt. Eine bessere Zusammenarbeit mit der Türkei, das hat mit Fluchtursachen bekämpfen überhaupt nichts zu tun. Nicht die Menschen sind bereits in die Türkei geflüchtet. Und der dritte Punkt bei Fluchtursachenbekämpfung haben Sie den Valletta-Gipfel in Valletta genannt. Und dieser Gipfel in Valletta auf Malta, der ist ein besonders ärgerliches und peinliches Beispiel dafür, wie man Politik nicht macht, wie man vielleicht Flüchtlinge von uns fernhalten kann, aber Fluchtursachen verschärft. Nämlich, was war der Kern dieses Gipfels in Valletta? Der Kern in Malta, der Kern dieses Gipfels war, dass man mehr Geld an diktatorische Regime, wie sie es in Eritrea gibt, dass man mehr Geld an Diktatoren gibt und diese Diktatoren am Ende die Leute so mies behandeln, dass sie selbstverständlich aus ihren Ländern flüchten. Also eine echte Fluchtursachenbekämpfung wäre, wenn man mit
Ländern zusammenarbeitet und mit Zivilgesellschaften zusammenarbeitet, wo es eine Chance gibt, dass es besser wird. Und wenn man dafür sorgt, dass die Lebensbedingungen dieser Menschen besser werden, wenn man dafür sorgen würde, dass man faireren Handel bekommt. Echte Fluchtursachenbekämpfung wäre nicht nur von der Bekämpfung des Klimawandels zu reden, sondern ihn wirklich zu bekämpfen. Das wäre echte Fluchtursachenbekämpfung. Und das ist es, was an der Zeit ist, umzusetzen. Und wenn ich mir anschaue, was letztes Wochenende auch in Frankreich passiert ist, kann man sagen, wir haben noch mehr Glück gehabt. Der Front National hat in keiner einzigen der 13 Regionen es geschafft, stärkste Partei zu werden, auch weil die anderen Parteien sich weitgehend verbündet haben. Aber trotzdem ist es extrem bedenklich und muss einen mit großen Sorgen erfüllen, was in Gesamteuropa passiert. Und das ist lange losgegangen, bevor die Flüchtlinge zu uns gekommen sind. Das sollte man nie vergessen. FPÖ in Österreich war lange davor stark. Front National war stark. Flams Belang war stark. Die Wildersliste in Niederlanden war stark. Und auch in Dänemark treiben übelst die Rechtspopulisten ihr Unwesen. Und ich glaube, eine der Ursachen dafür ist, dass viele Menschen die Europäische Union und den europäischen Binnenmarkt nicht mehr als Versprechen für Wohlstand wahrnehmen. Und eine der Ursachen dafür, dass sie es nicht mehr als Versprechen für Wohlstand wahrnehmen, ist neben der hohen Jugendarbeitslosigkeit der unsolidarische Umgang mit Griechenland, dieser Versuch von Herrn Schäuble, Griechenland aus dem Euro zu schmeißen. Deshalb nehmen die Bürger in vielen Ländern Europas die Europäische Union traurigerweise inzwischen als Bedrohung wahr. Deshalb sorgen Sie dafür, dass es neben dem Binnenmarkt endlich wieder ein solidarisches Europa gibt, dass es ein soziales Europa gibt. Wenn die Menschen Europa wieder als Hoffnung wahrnehmen und nicht mehr als Bedrohung, dann haben wir auch wieder alle Chancen dafür, dass proeuropäische Parteien wieder stärker gewählt werden. Deshalb nicht verzagt, nicht kleinherzig, sondern endlich eine Vision für Europa entwickeln, wo alle Menschen und auch die arbeitslosen Jugendlichen mitgenommen werden. Vielen Dank. Soweit Anton Hofreiter, Bündnis 90 Die Grünen. Und seine Kritik an der Bundesregierung, nach ihm jetzt Volker Kauder für die CDU-CSU-Fraktion, deren Vorsitzender er ebenfalls ist. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ja, das zu Ende gehende Jahr 2015 war ein schwieriges für uns alle, vielleicht sogar das schwierigste Jahr, zumindest seit Erreichen der deutschen Einheit. Wenn wir daran denken, was uns in diesem Jahr schon alles beschäftigt hat und was uns über den Jahreswechsel im neuen Jahr sicher weiter beschäftigen wird, kann man ermessen, wie groß die Herausforderungen sind. Aber natürlich können wir auch daran erinnern, dass wir auch eine ganze Reihe von Dingen vorangebracht haben und geschafft haben, dass wir mit konkreten Maßnahmen auch erreicht haben, dass sich das ein oder andere verändert und verbessert hat, dass wir nicht einfach nur zugeschaut haben und die Dinge haben laufen lassen. Und ich finde, das gehört auch zur Bilanz dieses Jahres, dass wir einiges vorangebracht haben. Aber natürlich gehört zur Bilanz dieses Jahres auch, und die Bundeskanzlerin hat davon gesprochen, dass wir ein Europa sehen in einem Zustand, wie ich es in meiner ganzen 25-jährigen Zugehörigkeit zum Deutschen Bundestag so noch nicht gesehen habe. Und es ist richtig, lieber Thomas Oppermann, dass dies zunächst einmal nicht eine Anklage an Europa ist, sondern natürlich eine Anklage an die Nationalstaaten in Europa, die wesentlich dafür verantwortlich sind, dass wir dieses Bild haben. Und da frage ich mich schon, ob es richtig ist, dass man immer nur auf ein, zwei, drei zeigt, die, wenn man in der SPD sitzt, besonders dort sieht, wo es rechtsnationalistisch national zugeht. Aber ich sage mal, da gefällt mir auch das ein oder andere nicht, was in Polen oder auch in Ungarn gesagt und gemacht wird. Aber zur ganzen Wahrheit gehört auch, dass mir das ein oder andere auch nicht gefällt,
was in der Slowakischen Republik und in der Tschechischen Republik, wo Sozialdemokraten und Linke an der Regierung sind, passiert. Dort fallen nämlich die Sätze, lieber Thomas Oppermann, die du gerade angesprochen hast. Wir wollen keine Flüchtlinge, weil wir keine Muslime wollen. Und das geht nicht. Und ob das ist egal, ob das einer sagt auf der linken oder rechten Seite, das ist für Europa nicht akzeptabel. Und dass die Slowakische Republik jetzt auch noch klagt gegen Verteilungsmechanismen vor dem Europäischen Gerichtshof, zeigt den Zustand, in dem wir sind. Und deshalb ist es schon richtig, wenn wir die Bundeskanzlerin unterstützen und von diesem Deutschen Bundestag aus auch klar sagen, dass sie sich darauf verlassen kann, dass wir die Unterstützung auch gewähren, wenn es darum geht, dieses Europa wieder in eine bessere Situation zu bringen. Und natürlich muss in diesem Europa, damit es wieder in eine bessere Situation kommt, auch mehr als es bisher der Fall war, das eingehalten werden, was man miteinander vereinbart hat. Und jetzt zu sagen, ein Teil der Probleme läge darin, dass man Sparpolitik, Austeritätspolitik durchführt. Ich habe ja gar nicht gesagt, dass Sie gesagt haben. Sie kommen schon noch dran, warten Sie es ab, dass Sie das gesagt haben. Dann kann ich nur sagen, tja, wenn man gleich am Anfang den Fehler macht, sich nicht konsequent an Stabilität und Wachstum zu halten, sondern das laufen lässt, dass Verschuldung kommt, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ein Dritter übernimmt die Schulden oder selber muss man einen Beitrag leisten. Und da ich es nicht für richtig halte, dass man Schulden macht und dann einen Dritten damit haftbar macht, weil das nämlich keine pädagogische Wirkung hat, bleibt nichts anderes übrig, als sich zu ändern und eben eine Politik zu machen, die eben diese Verschuldung nicht hervorbringt. Und da kann ich natürlich sagen, ja, wir haben ja beim Stabilitätspakt die Situation, dass wir in außergewöhnlichen Fällen, Naturkatastrophen, große Katastrophen sagen können, jawohl, es muss nicht unbedingt die Schuldenbremse eingehalten werden. Aber ich muss schon sagen, ich bin ein unverbrüchlicher Freund der deutsch-französischen Zusammenarbeit, weil ohne die gibt es dieses Europa nicht. Aber dass man als erstes in Frankreich auf die Idee kommt, zu sagen, wir halten den Stabilitätspakt nicht mehr ein, als ob man ihn bisher eingehalten hätte, das ist nicht die richtige Antwort, finde ich. Denn dies führt nicht zu dem Ergebnis, dass wir mehr Wachstum und mehr Wohlstand in Europa haben. Und dass wir Frankreich unterstützen, jetzt zunächst einmal auch in dem Kampf gegen IS, halte ich für völlig in Ordnung. Und die Rechtsgrundlage dafür ist ausreichend. Ich hätte auch sagen können, dass ich mich durch die Angriffe in Frankreich als Deutscher auch mit angegriffen fühle und mich deshalb verteidige, auch auf der Grundlage des Grundgesetzes. Wenn wir in Europa so eng zusammenarbeiten, teilen wir. Und jetzt kommt etwas, was ja früher mancher nicht so gern gehört hat, aber es wird jetzt deutlich, dass wir in Europa eine Schicksalsgemeinschaft sind. Und wenn wir eine Schicksalsgemeinschaft sind und miteinander das Schicksal teilen, dann müssen wir auch, wenn wir angegriffen werden, uns gemeinsam wehren. Und dies machen wir auch jetzt. Und dies muss natürlich hier im Deutschen Bundestag entschieden werden, wenn wir die Frage diskutieren, welche Einsätze der Bundeswehr kommen. Und da bin ich jetzt sehr froh, dass ich gestern gehört habe, dass der Vorschlag, dass man eine Verlängerung oder Änderung des Syrien-Mandats auf einem SPD-Parteitag beschließen will, von der Bundestagsfraktion der SPD wieder kassiert worden ist. Richtig, wir haben eine Parlamentsarmee, lieber Thomas Oppermann, und keine Parteiarmee. Deswegen ist es richtig, dass wir diese Entscheidungen hier treffen.
Zeigt ja auch, dass die Vernunft in der Fraktion der SPD manchmal über der des Parteitages steht. Ist auch in Ordnung. Aber wenn wir uns die Situation in Europa anschauen, muss man sich natürlich schon auch die Frage stellen, sind wir in Europa stark genug für moderne Entwicklungen, für die Arbeitsplätze der Zukunft? Wir dürfen nicht nur die Arbeitsplätze der Gegenwart im Blick haben, sondern wenn Europa sozial gerecht, Herr Bartsch, sein soll, wird es nicht gehen, wie Sie immer glauben, dass die etwas besser Situierten immer mehr abgeben an die anderen. Das hat schon in der DDR nicht funktioniert. Sondern wir brauchen ein System, das alle miteinander wachsen. Nicht nach dem Motto, sozial gerecht ist, wenn die Besserstehenden, die Reicheren auch so arm sind wie die Armen. Das hat noch nie zu einem Erfolg geführt. Sondern wir müssen schauen, dass wir vorankommen. Und da muss ich sagen, ja, der Innenminister hat ja über das Thema Datenschutz verhandelt. Wir haben jetzt ein Ergebnis vorliegen, mit dem man leben kann. Aber ich muss nur sagen, wir werden uns mit der Frage noch intensiv in Europa befassen müssen, ob wir wollen, dass auch kleine Start-up-Unternehmen im digitalen Bereich vorankommen können oder ob wir einen Datenschutz haben, der es überhaupt nicht möglich macht, moderne Entwicklungen in der Datenverarbeitung in Europa zu ermöglichen. Da kann man sagen, ja, bei uns darf dies und jenes nicht stattfinden. Da werden Sie natürlich alle erleben, dass die in China, in anderen asiatischen Ländern, in Amerika sagen, huch, wenn die Europäer nicht machen, machen wir auch nichts. Wenn wir nicht aufpassen, wenn wir nicht bereit sind, uns zu öffnen und modernen Zusammenhänge auch in diesem Europa nach vorne zu bringen, dann werden wir zurückfallen und nicht nach vorne kommen. Und das Ergebnis wird sein, dass die Entwicklungen, die immer schneller laufen, so schnell an uns in Europa vorbeilaufen, dass wir es gar nicht mehr nachholen können. Da kann man dann nicht sagen, jetzt fangen wir an und fangen noch mal von vorne an. Das wird nicht klappen. Und deswegen kann ich nur sagen, wir müssen alles daran setzen, und da hat die Bundeskanzlerin recht, dass wir moderne Entwicklungen in Europa voranbringen. Dass wir ein mutiges, ein risikofreudiges Europa sind und nicht eins der Bewahrer, die immer weiter zurückfallen und für die junge Generation dann die notwendigen Arbeitsplätze nicht schaffen. Da bitte ich darum, dass wir in der Großen Koalition uns mit diesem Thema noch einmal befassen. Das Motto für Europa muss sein, orientiert an der Zukunft, mutig vorangehen, um die Arbeitsplätze der Gegenwart in der Zukunft auch halten zu können. Das muss uns gelingen, und das ist eine große Aufgabe auch für unsere Große Koalition. Volker Kauder war das für die CDU-CSU-Fraktion. Nächster Redner ist jetzt für die SPD, deren Finanzpolitiker Joachim Post, der gleichzeitig auch Mitglied ist im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union. In der Debatte Joachim Post für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, lieber Kollege Kauder, vielleicht können wir uns auf Folgendes verständigen. Es gibt nämlich eine Gemeinsamkeit zwischen rechten, teilweise auch rechtsextremen, nationalistischen Populisten und linken Populisten. Und da gibt es verschiedene Beispiele im europäischen Umfeld. Sie bieten den Menschen eins nicht. Sie bieten den Menschen keine realitätstüchtigen Antworten. Sie predigen die Flucht aus der Verantwortung in den Nationalismus, in die nationalistische Sackgasse. Und in dieser Sackgasse finden die Menschen keine Sicherheit, noch keine Arbeitsplätze. Das ist die Realität, die wir hier ansprechen müssen. Und da, glaube ich, müssen wir in der Tat, soweit es eben geht, bei allen unterschiedlichen Akzenten zusammenarbeiten. Das heißt nicht, dass wir uns schonen müssen gegenseitig, wenn es wie in Polen zu offenkundigen Verfassungsbrüchen kommt, wenn sich führende Mitglieder der Regierungspartei PiS
im Stile politischer Desperados bewegen, dann muss Europa dagegen einschreiten mit allen Möglichkeiten des europäischen Rechts. Und wir haben diese Möglichkeiten des europäischen Rechts. Und das gilt auch für das, was Herr Orbán zu verantworten hat, was er immer wieder zu Nachfragen aus Brüssel geführt hat, was aber nicht, glaube ich, zu einer eindeutigen, politisch notwendigen Abrechnung mit Herrn Orbán geführt ist. Er war nämlich der Vorgänger dessen, was da jetzt in Polen passiert. Und alles gemeinsam untergräbt unsere Handlungsfähigkeit in Europa, die dringend benötigt wird, gerade in diesem Epochenjahr 2015. Die Frau Bundeskanzlerin, andere, Herr Oppermann, andere haben die Krisen aufgeführt. Und den Krisen müssen wir uns parallel stellen. Wir können nicht sagen, wir müssen jetzt erst die Flüchtlingskrise und dann den Terrorismus und so weiter angehen, sondern wir müssen gleichzeitig doch auch in der Wirtschafts- und Währungsunion vorankommen. Es ist ja auch nicht so, dass uns nicht einiges gelungen wäre in den letzten Jahren. Und das sollten wir auch überhaupt nicht verschweigen, dass wir kräftig vorangekommen sind. Wir sind sogar in der Frage des Steuerdumpings vorangekommen, aber eben noch nicht weit genug, liebe Kolleginnen und Kollegen, um den Menschen in Europa zu signalisieren, ihr habt uns teilweise euer Vertrauen entzogen. Mit dieser konkreten Arbeit, die wir leisten, wollen wir verloren gegangenes Vertrauen in Europa zurückholen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist die Bewährungsprobe, vor der wir gemeinsam hier im Parlament, nicht nur in der Großen Koalition stehen. Denn eins ist passiert, Herr Kauder, glaube ich. Durch das kann man ja beobachten in einzelnen Ländern. Durch das verstärkte Aufkommen dieses politischen Populismus und Extremismus in Europa sind der Wille und die Fähigkeit, die genannten Probleme anzupacken, in vielen Staaten gesunken. Und wir müssen Obacht geben, dass der Wille und die Fähigkeit, uns mit der Flüchtlingsproblematik mit anderem auch nicht in Deutschland sinkt, weil man zu sehr nach rechtsextremen oder rechten Kräften schielt. Auch das können wir ja feststellen, auch in Deutschland feststellen. Und natürlich sollten wir auch nicht verschweigen, dass wir von Frankreich zum Beispiel in der Flüchtlingsfrage eine höhere Solidarleistung erwarten. Und ich persönlich füge auch für mich hinzu, es bringt auch nichts, Sicherheit gegen wirtschaftliche Stabilität auszuspielen, wie das teilweise geschieht. Das alles macht Europa nicht stärker. Das alles macht die Handlungsfähigkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen, in Europa nicht stärker. Und diese wachsende populistische Gefahr, die in der Tat, wenn man ehrlich ist, verstärkt, gerade in so einem großen Land wie Frankreich, aber auch die Beispiele aus Skandinavien zeigen das, auf der Rechten sich besonders konzentrieren. Damit will ich nicht den linken Populismus, den wir zum Beispiel bei Syriza sehen können oder anderswo, verniedlichen. Ich setze mich mit dem auch sehr offensiv auseinander, weil ich finde, das dürfen wir nicht durchgehen lassen, dass dafür die Gerechtigkeit sozusagen gekämpft wird und den Leuten nur Scheinlösungen angeboten werden. Aber wir müssen natürlich die realen Größenverhältnisse sehen. Und wir müssen aus dieser defensiven, aus diesem defensiven politischen Verhalten rauskommen. Teilweise Angst, was wir sehen können. In Großbritannien ist es doch die pure Angst von Herrn Cameron. Der lässt sich doch treiben, sozusagen von UKIP und von dem rechtskonservativen Teil seiner eigenen Partei und verheddert sich in Widersprüche und fängt eine unfruchtbare Brexit-Debatte an, von der niemand in Europa was hat. Übrigens, Großbritannien, wie wir wissen, ja auch nicht. Warum hat Herr Cameron denn nicht versucht, den Versuch überhaupt gewagt, seine Bürgerinnen und Bürger von den europäischen Vorteilen zu überzeugen, von den wirtschaftlichen noch allzumal, zum Beispiel darauf hinzuweisen, dass die wirtschaftliche Bedeutung des Handels zwischen Großbritannien und dem Land Nordrhein-Westfalen größer ist als die zwischen Großbritannien und dem Commonwealth-Land Indien. Ja? Also es ist, glaube ich, eine Situation da entstanden, die auch aus dieser Defensivhaltung herauskommt. Und das kann man eben in anderen Ländern in gleicher Weise sehen. Nein, meine Damen und Herren, ich glaube, wir müssen das machen, was Helmut Schmidt in seiner Rede auf dem Bundesparteitag 2011 erwähnt hat, dass das strategische Interesse der Mitgliedstaaten an der europäischen Integration zunehmend an Bedeutung gewinnt. Und Helmut Schmidt sagte, dieses Interesse würde den Nationen durch ihre Regierungen nicht ausreichend bewusst gemacht. Und, meine Damen und Herren, Helmut Schmidt hat recht. Auch in Deutschland sollten wir in der Beziehung ehrgeiziger werden, unseren Mitbürgern und Mitbürgern dieses
deutlich zu machen, welches strategische Interesse wir an der weiteren positiven Entwicklung in Europa und der Eurozone haben. Vielen Dank. Soweit Joachim Poss für die SPD-Fraktion. Nächster Redner ist jetzt Alexander Ulrich für Die Linke. Der nächste Redner, Alexander Ulrich für Die Linke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es wurde bereits von mehreren Rednern angesprochen, dass in Europa die eine Krise die nächste jagt und dass die deutsche Europapolitik da auch zur immer wieder weiteren Verschärfung beigetragen hat, ist ja ganz offenkundig. Und Frau Merkel, Sie lassen sich ja jetzt oftmals feiern für 10 Jahre Kanzlerschaft. Wenn eine Krise die nächste jagt in Europa, müssen auch Sie sich die Frage stellen, was haben denn Sie dazu beigetragen, dass Europa in diesem ständigen Krisenmodus ist? Und deutlich ist ja auch geworden, zum Beispiel bei der Wirtschafts- und Finanzkrise, dass Sie mit Ihrer beispiellosen Kürzungspolitik, die Sie europaweit verordnet haben, mit dazu beigetragen haben, dass viele Menschen, gerade auch in Südeuropa, in eine Perspektivlosigkeit verfallen sind, dass die Jugendarbeitslosigkeit steigt und diese Länder auch in einer tiefen Rezession sind. Europas Krisen sind auch Ihre Krisen, Frau Merkel. Sehen Sie endlich ein, dass man mit Kürzen die Krise nicht löst, dass man die Einnahmen steigern und investieren muss. Und anstatt endlich mal die Verursacher der Krise zur Kasse zu beten, wird nun auch noch die Finanztransaktionssteuer zu Grabe getragen. Und Herr Obermann, wenn Sie hier sagen, auch zugeben, dass die Verursacher der Krise noch nichts bezahlt haben, dann darf ich daran erinnern, dass beim Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise der Finanzminister von der SPD kam, dass auch Sie jetzt wieder in der Regierung sind. Sie geben Ihnen selbst ein sehr, sehr schlechtes Zeugnis, wie Sie mit der Finanz- und Wirtschaftskrise umgehen. Und ich darf Sie auch daran erinnern, Herr Oppermann, wenn Sie beklagen, dass wir noch keine Finanztransaktionssteuer haben, ich darf Sie daran erinnern, als der Fiskalpakt hier im Bundestag verabschiedet worden ist, hat die SPD es zur Bedingung gemacht, dass diese Finanztransaktionssteuer umgesetzt wird. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Sie haben zugestimmt, ohne die Gegenleistung einzufordern, beziehungsweise jetzt hätten Sie an der Hand, mit dafür zu sorgen, dass es eine gibt. Deshalb sind Sie gescheitert mit Ihrer SPD-Politik und haben die Bürgerinnen und Bürger immer wieder auch belogen. Herr Kauder, wenn Sie europäische Regeln einfordern, dann möchte ich Sie mal fragen, wie gehen Sie denn mit europäischen Regeln bei der Türkei um? Wir haben uns im Europaausschuss sehr intensiv mit den Fortschrittsberichten beschäftigt. Bei Türkei ist ein Rückschrittsbericht. Es gibt überhaupt keinen Grund, es gibt nach europäischen Regeln überhaupt keinen Grund, überhaupt irgendein Beitrittskapitel mit der Türkei zu öffnen. Warum machen Sie das? Sie brechen auch jetzt europäische Regeln. Und mit der Türkei muss man auch mal sagen, wie kann es denn eigentlich sein, dass wir tatsächlich, vorgestern werden Beitrittskapitel eröffnet und gestern werden in Diyarbakır durch Panzerbeschuss Dutzende Menschen getötet. Das ist Ihre Politik in Europa. Sie unterstützen einen Terrorpaten wie Erdogan. Und das kann nicht sein. Das lehnen wir als Linke ab. Und Frau Bundeskanzlerin, ich komme auch zum Schluss. Die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land werden Ihnen nicht mehr abnehmen, dass Sie Fluchtursachen bekämpfen wollen. Denn man bekämpft keine Fluchtursachen, indem man Erdogan 3 Milliarden gibt und dass man Frontex aufrüstet, die unmenschlich gegen die Flüchtlinge vorgehen. Das sind keine Fluchtursachen bekämpft, sondern das ist auch Flüchtlingebekämpfung. Deshalb, die Bürgerinnen und Bürger werden bald merken, dass Sie auch da eigentlich doch auf die Order von Seehofer eingeschwenkt sind, auch wenn Sie heute noch versuchen, rhetorisch es anders darzustellen. Im Prinzip betreiben Sie eine Politik gegen die Menschen. Das sieht man bei der Türkei, das sieht man bei Frontex. Und deshalb, die 3 Milliarden wären besser aufgehoben, wenn man sie dem Welternährungsprogramm zur Verfügung stellen würde. Vielen Dank. Soweit Alexander Ulrich für die Linksfraktion. Nächste Rednerin ist jetzt Gerda Hasselfeld, CDU/CSU. Sie ist die Vorsitzende der CSU-Landesgruppe in Berlin. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Europa und insbesondere die europäischen Staaten stehen in diesen Zeiten vor der wohl größten Bewährungsprobe in seiner Geschichte. Es betrifft jetzt nicht Details des Binnenmarktes oder Details der Bankenunion, sondern es betrifft ganz zentrale Fragen und Antworten auf die Fragen, wie zum Beispiel,
Welche Antwort haben wir auf die nach wie vor vorhandenen ökonomischen Ungleichgewichte in Europa? Es betrifft Antworten auf die Frage, wie gehen wir mit den Terrorgefahren um? Und nicht zuletzt geht es natürlich auch um die Frage, wie bewältigen wir gemeinsam die Flüchtlingsbewegungen, und zwar der ganzen Welt. Meine Damen und Herren, wenn es noch einer Begründung für Europa bedarf, dann sind es genau diese großen Herausforderungen der heutigen Tage. Gelegentlich wird ja gesagt, Europa muss sich neu erfinden. Wir brauchen eine neue Legitimation für Europa, weil zum Beispiel die junge Generation eben keine Schlagbäume an den Grenzen, Gott sei Dank, mehr kennt. Weil sie die D-Mark nicht mehr kennen, sondern nur die gemeinsame europäische Währung. Weil die Erfahrungen aus den zwei Weltkriegen in unserer Generation und in denen, die nach uns kommen, nicht mehr vorhanden ist. Wenn es noch einer Legitimation für ein gemeinsames Europa bedarf, dann ist es genau die heutige Zeit und die Herausforderungen, die wir heute zu bestehen haben. Ich will es an drei Punkten festmachen. Einmal in der Frage nach wie vor ökonomische Ungleichgewichte in den europäischen Staaten. Wir haben in einer ganzen Reihe von europäischen Staaten noch eine hohe Arbeitslosigkeit, eine hohe Jugendarbeitslosigkeit. Wir haben fehlende Wettbewerbsfähigkeit nach wie vor in einigen Staaten. Und da kann man sich natürlich dann fragen, ja, welche Maßnahmen sind da geeignet? Geht es darum, dass man eine höhere Verschuldung akzeptiert? Sage ich eindeutig nein, das ist nicht die richtige Antwort. Ist dieses Problem zu lösen mit einer Vergemeinschaftung der Schulden? Ein ebenso klares Nein. Und deshalb haben wir auch erfolgreich gegen Eurobonds uns gewandt. Und die andere Frage oder die andere Antwort, gelingt es mit einer Vergemeinschaftung der Risiken? Stichwort Einlagensicherung. Und da sage ich genauso, ein deutliches Nein. Und ich bin der Bundeskanzlerin sehr dankbar, dass sie in ihrer Regierungserklärung auch dazu eine klare Position bezogen hat. Eine Vergemeinschaftung der Risiken kann nicht die Lösung der Probleme der europäischen Staaten sein. Ich bin der festen Überzeugung, jedes Land muss seine eigenen Hausaufgaben machen, um wettbewerbsfähig zu sein. Wir haben das gemacht mit unserer Politik der Reformen, mit unserer Politik keine Steuererhöhung, keine zusätzliche Belastung der Wirtschaft, immer Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft, keine höheren Schulden, sondern Abbau der Verschuldung, keine Neuverschuldung mehr. Das genau ist der richtige Weg. Es ist ein Vorbild auch für andere Staaten. Und ja, es ist ein Vorbild für ganz Europa, und das dürfen wir uns nicht wegdiskutieren lassen. Und es ist vorhin ja mehrfach angesprochen worden, die Frage, gerade bei Frankreich, hat die Sparpolitik, die Solidarität, aber auch die Stabilitätspolitik in Europa dazu geführt, dass in Frankreich oder auch in anderen Ländern die rechten und die extremen Parteien gewonnen haben. Meine Damen und Herren, diese Begründung, diesen Schluss zu ziehen, ist zu einfach. Ja, ich würde fast sagen, es ist billig und es ist auch nicht sachgerecht. Sachgerecht ist, dass extreme Parteien sich dann etablieren, egal ob rechts oder links, wenn die Probleme des Landes, wenn die Probleme der Menschen nicht sachgerecht gelöst werden. Und daraus müssen wir doch den Schluss ziehen. Sachgerechte Lösung der Probleme, das gilt für die ökonomischen Probleme genauso wie für die Flüchtlingsprobleme oder andere, meine Damen und Herren. Und ich will die Notwendigkeit gemeinsamer Politik, aber auch noch an einem zweiten Beispiel deutlich machen, nämlich an der Frage, wie begegnen wir den Terrorgefahren. Da geht es um einen besseren Austausch der Informationen, da geht es um einen
besseren Austausch der Daten über Fluggastinformationen. Da geht es um das Austrocknen von Finanzquellen des Terrorismus. Ja, und da geht es nicht zuletzt aber auch um die gemeinsame Bekämpfung des IS und unsere Unterstützung, die wir ja in der letzten Woche erst beschlossen haben in Bezug auf Frankreich. Da ist Solidarität gefragt. Es ist aber auch gefragt, uns immer wieder vor Augen zu halten, Freiheit und Sicherheit, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind nicht Unterschiede, sondern gehören zusammen. Das eine ist ohne das andere nicht sicherzustellen. Und es ist unsere Aufgabe, es ist die originäre Aufgabe eines freiheitlichen Rechtsstaats, immer dafür zu sorgen, auch unter schwierigen Bedingungen. Und dazu gehört auch eine gute, ja, eine optimale personelle und sachliche Ausstattung unserer Sicherheitsdienste. Und da gehört genauso gut eine internationale enge Zusammenarbeit der Sicherheitsdienste. Ohne dieses ist die Sicherheit für unsere Bürgerinnen und Bürger nicht zu gewährleisten. Auch das gehört zum Gedanken Freiheit und Sicherheit. Ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, bei den Haushaltsberatungen die entsprechenden Beschlüsse zu fassen. Und ich bin auch sehr froh, dass einige Länder, insbesondere Bayern, auch an dem gleichen Strick ziehen, und würde mich freuen, wenn andere Länder auch die Versäumnisse, die sie in den letzten Jahren gerade in der Ausstattung der Sicherheitsbehörden auch nachholen würden. Auch dies eine Aufgabe, die nicht nur national, sondern eben auch international und europäisch zu bewerkstelligen ist. Und das Gleiche gilt für die große Aufgabe der Bewältigung der Flüchtlingsbewegungen. Wir stehen zu unserer humanitären Verantwortung. Das zeigen wir tagtäglich durch die Mitarbeiter der Behörden, der Kommunen, aber auch der vielen Ehrenamtlichen in den Städten und Gemeinden, wofür wir sehr dankbar sind und das gar nicht oft genug sagen können. Aber der gute Wille alleine, der reicht nicht. Wir müssen auch erkennen, dass unsere Aufnahmekraft, dass unsere Integrationskraft begrenzt ist und dass wir deshalb alles tun müssen, um die Flüchtlingszahlen zu reduzieren, um zu weniger Flüchtlingen insgesamt zu kommen. Dazu haben wir eine ganze Reihe von nationalen Entscheidungen getroffen. Die meisten sind auch schon in Kraft. Einige sind noch auf dem Weg. Ich möchte wirklich an die Länder, die ja das alles mit entschieden haben, appellieren, dass das, was entschieden wurde, auch tatsächlich durchgeführt wird. Beispielsweise die Fehlanreize zu verhindern durch mehr Sachleistungen bei den Erstaufnahmeeinrichtungen oder auch durch die konsequentere Rückführung von denen, die keinen Grund, keine Anerkennung als Flüchtling oder Asylant haben. Ich möchte aber auch betonen, dass die Hauptarbeit natürlich im internationalen und europäischen Bereich liegt. Und da würde ich mir schon ein Stück mehr Solidarität bei den europäischen Staaten wünschen, als das bislang zum Ausdruck gebracht wurde, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es kann nicht sein, dass Europa von einigen Staaten nur als sogenannte Zugewinngemeinschaft verstanden wird. Wir sind nicht eine Zugewinngemeinschaft. Dieses Europa ist stark geworden und stark, weil es eine Wertegemeinschaft ist und weil immer wieder, gerade in schwierigen Situationen, auch darum gerungen wurde, dieses zum Ausdruck zu bringen und Solidarität zu zeigen. Und das müssen wir jetzt auch in diesen Fragen mit einfordern. Ich bin der Bundeskanzlerin sehr dankbar, dass sie immer wieder bei den offenen Fragen, ob das die Entscheidung über die Sicherung der EU-Grenzen ist, der Außengrenzen, der Entscheidung über die Hotspots oder auch der Verhandlungen mit der Türkei, immer an vorderster Front mitarbeitet, um das Ziel, weniger Flüchtlinge zu erreichen, auch wirklich zu erreichen. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, und eines will ich noch dazu sagen, natürlich brauchen wir auch international die Bekämpfung der sogenannten Fluchtursachen. Aber ich finde es nicht angebracht, wenn der Zusammenhang hergestellt wird
von sogenannten Agrarsubventionen der Europäischen Union und den Zuständen in den Flüchtlingslagern. Das ist nicht sachgerecht. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Wir sollten nicht der Versuchung unterliegen, die Landwirte mit den Flüchtlingen auszuspielen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind ein buntes Land geworden, nicht erst in den letzten Tagen und Wochen, sondern schon seit Jahrzehnten. Ein Land, das viele schon nach dem Krieg, die aus anderen Ländern gekommen sind, integriert hat. Die Aufgabe ist in manchen Bereichen gut und in manchen wieder weniger gut gelungen. Aber im Grunde genommen können wir auf diese Leistung auch stolz sein. Nicht nur wir, die immer schon da waren, sondern auch diejenigen, die gekommen sind. Und jetzt haben wir aber noch eine viel größere Verantwortung, eine Aufgabe der Integration derjenigen, die aus anderen Kulturkreisen kommen, die mit anderen Werten aufgewachsen sind, diese zu integrieren. Und diese Aufgabe, liebe Kolleginnen und Kollegen, die können wir nicht nach Europa abschieben, sondern die müssen wir selbst machen. Unsere Gesellschaft hier, ich lade Sie ein und bitte Sie darum, da gemeinsam aktiv mitzuwirken. Gerda Hasselfeld war das für die CDU-CSU-Fraktion. Nach ihr jetzt für Bündnis 90 Die Grünen, deren Abgeordnete Annalena Baerbock. Sie ist Sprecherin für Klimapolitik ihrer Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, hier wurde viel über Krisen geredet. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns noch mal erinnern, dass Krisen das europäische Projekt immer mit geprägt haben, weil sie oftmals die unverhoffte Chance waren, aus einer Stagnation herauszukommen. Und das gelingt aber nur, wenn man den Mut hat, in der Krise dann auch einen Schritt nach vorne zu gehen, und zwar einen Schritt gemeinsam als Europäer und nicht im nationalstaatlichen Klein-Klein. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir bei der Frage, wenn Menschen bei uns Schutz suchen, eine gemeinsame europäische Antwort finden. Nicht nur, weil mehr Europa an den Außengrenzen die Voraussetzung dafür ist, dass wir ein grenzenloses Europa für uns alle erhalten, sondern auch, weil mehr Europa an den Außengrenzen bedeutet, dass wir endlich unseren eigenen Werten gerecht werden, dass Menschen dort nicht menschenunwürdig behandelt werden. Der große Unterschied ist aber, wenn wir darüber reden, mehr Europa an den Außengrenzen, dass wir das auf Grundlage des EU-Vertrages Artikel 2 machen. Ich möchte den gerne zitieren. Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, die Freiheit, die Demokratie, das Recht, die Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte. Das heißt, die Wahrung der Menschenrechte muss auch im Mittelpunkt der Außenpolitik an den Außengrenzen stehen, beziehungsweise der europäischen Politik an den Außengrenzen. Und da ist es doch sehr bezeichnend, dass in dem Ratsbeschluss das Wort Menschenrechte kein einziges Mal auftaucht und auch in der Rede der Bundeskanzlerin wie auch in der Rede der beiden Fraktionsvorsitzenden das Wort Menschenrechte nicht ein einziges Mal auftauchte, wenn wir über gemeinsames Agieren an den Außengrenzen reden. Wenn man es ernst meint wie die Bundeskanzlerin und sagt, Abschottung im 21. Jahrhundert ist keine Option, dann dürfen wir, wenn wir über Hotspots oder Registrierungszentrum reden, nicht nur über Rückführung reden, sondern da müssen wir doch als allererstes darüber reden, was bedeutet es, wenn Europa an den Außengrenzen aktiv ist, wie können wir die Würde der Menschen dort erhalten, aus Lesbos und auf allen anderen Orten. Dann bedeutet das, dass wir nicht darüber hinweggehen können, dass Menschen, dass Familien mit Kleinkindern in Schlauchbooten ankommen und dann nur versorgt werden können, wenn freiwillige Menschen dort vor Ort aktiv sind. Und deswegen fordern wir Sie auf, wenn Sie auf den Rat gehen, Sie können nicht nur über Frontex reden, Sie müssen über die Europäische Grundrechteagentur reden, Sie müssen über die Zusammenarbeit mit AESO reden und Sie müssen über die Zusammenarbeit mit dem UNHCR reden, wenn Sie über europäische Außengrenzen sprechen und diese auf Grundlage des Artikel 2 der Europäischen Union auch wirklich verankern wollen. Und Europas Verantwortung beginnt nicht erst auf Lesbos oder an der bulgarisch-türkischen Grenze. Sie haben eine Mitverantwortung daran, an dem, was im Mittelmeer passiert, wenn Sie keine legalen Einreisewege schaffen. Und wenn es angesichts von Wartezeiten in den Botschaften, die mehr als ein Jahr lang sind,
eben diese legalen Einreisewege nicht gibt, dann müssen Sie als allererstes auf einem Europäischen Rat dafür sorgen, dass die EU-Richtlinie 2001/51 abgeschafft bzw. geändert wird und Menschen, die zu uns flüchten, es möglich gemacht wird, auf legale Art und Weise Fähren und Flugzeuge auch zu uns zu nutzen. Und wir lassen es Ihnen auch nicht durchgehen, wenn Sie jetzt mit Blick auf die Türkei nach dem Prinzipverfahren aus den Augen, aus dem Sinn. Man kann als Europa, wenn Milliarden fließen, nicht schweigen, wenn die Türkei nun nach Syrien abschiebt. Man kann nicht schweigen, wenn Flüchtlinge in der Türkei in Haftzentren festgehalten werden, sehr verehrte Damen und Herren. Und ein zweiter Punkt zum Gipfel ist die Energieunion. Es ist doch schon bezeichnend, dass Sie das hier so trennen. Auf der einen Seite die Klimakonferenz und auf der anderen Seite die Energieunion. Wenn von Paris das Signal ausgeht, die Welt geht raus aus den Fossilen, dann gilt das erst recht für Europa. Ein paar Zahlen dazu. Die EU ist momentan der größte Energieimporteur. 53% der Energie wird insgesamt importiert. Dafür zahlen wir jährlich 400 Milliarden Euro. Die EU importiert 90% ihres Rohölverbrauchs und 66% ihres Gasverbrauchs. Wenn Sie es ernst meinen mit den Beschlüssen des Weltklimagipfels, dann müssen Sie das umsetzen, was Herr Juncker eigentlich versprochen hat mit Blick auf die Energieunion. Dann müssen wir Europa zur Nummer eins bei den Erneuerbaren machen und nicht auf Gasimporte setzen wie der Vizekanzler aus Russland und damit den fossilen Weg in Europa manifestieren. So kommt man nicht aus der Krise raus, sondern nur, wenn man nach vorne geht und mutig das Zeitalter der Erneuerbaren in ganz Europa einleistet. Herzlichen Dank. Soweit Annalena Baerbock für die Grünen. Nach ihr jetzt Michael Stübgen für die CDU-CSU. Hat der Kollege Michael Stübgen das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte kurz am Ende dieser Debatte zwei Themen ansprechen, die möglicherweise dem einen oder anderen etwas theoretisch anmuten, aber nach meiner Überzeugung für die Zukunft der Europäischen Union von fundamentaler Bedeutung ist. Und sie werden indirekt auch bei diesem Europäischen Rat eine Rolle spielen. Wir haben einerseits eine Europäische Kommission, sie versteht sich als eine politische Kommission. Sie versteht sich als Motor der europäischen Entwicklung, sie versteht sich als eine Institution, die dazu da ist, die immer weitere Vertiefung der Europäischen Union voranzutreiben. Im Übrigen unterscheidet das diese Europäische Kommission nicht wesentlich von allen ihren Vorgängern. Und ich will das gar nicht kritisieren, denn es ist ein wesentlicher Kernbestand der Europäischen Union, dass die Kommission versucht, mit ihren Vorschlägen voranzugehen. Und so ist das ganze System ja auch organisiert. Wir haben aber auch eine Europäische Kommission, die noch eine andere fundamentale Aufgabe hat, nämlich die Hüterin der europäischen, als Hüterin der europäischen Verträge. Und in dieser Frage, einerseits die Europäische Union voranzutreiben, andererseits für die Rechtsdurchsetzung, für die Rechtsgemeinschaft zu sorgen, sehe ich in den letzten Jahren ein immer stärkeres Missverhältnis aufkommen. Und wenn dieses Missverhältnis sich nicht verändert, reduziert wird, sehe ich eine mögliche Sprengkraft für die Europäische Union insgesamt. Denn die Rechtsdurchsetzung durch die Europäische Kommission funktioniert einerseits erstaunlich detailliert. Wenn ein deutscher Landwirt seine Wiese zwei Wochen zu früh mäht, muss er Strafe zahlen. Das ist auch richtig so, weil er hat nämlich Geld dafür bekommen, dass er sie zwei Wochen später mäht. Wenn aber zum Beispiel, wie 2011 passiert, ein europäisches Land, nämlich in dem Fall Griechenland, vom Europäischen Gerichtshof verurteilt wird in der Frage der Unterbringung von Flüchtlingen, dass Griechenland zu diesem Zeitpunkt schon nicht die fundamentalen humanitären und sozialen Voraussetzungen dafür schafft, dass Flüchtlinge, die in das Land kommen, anständig versorgt werden, dann passiert 5 Jahre lang nichts. Es ist eindeutig, dass Griechenland in diesem Fall fundamental europäisches Recht verletzt und nicht umsetzt. Die Europäische Kommission hat weder ein Vorverfahren noch ein Vertragsverletzungsverfahren noch irgendetwas anderes eingereicht, um diesen Missstand zu beheben. Es wäre möglich gewesen, schon vor 5 Jahren anfangen zu korrigieren. Stattdessen haben wir jetzt das Problem, dass Schengen und Dublin insgesamt fundamental gefährdet sind. Und dieser Europäische Rat morgen übermorgen wird sich
ganz massiv und intensiv damit beschäftigen müssen, ganz kurzfristig Lösungen und Teillösungen anzubieten. Dieses Missverhältnis, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist ein Problem für die Durchsetzung europäischen Rechts und für die Zukunft der Europäischen Union. Ich bin darauf heute gekommen, weil ich mir schon angehört habe, wie Jean-Claude Juncker gestern vor dem Europäischen Parlament in Straßburg aufgetreten ist und was er gesagt hat. Und zwar hat er offensichtlich mit Blick auf eine kleine Darstellung vom Bundesfinanzministerium zu dem Fünf-Präsidenten-Bericht, wo in einem Satz erklärt war, es ist wichtig, dass die politische Aufgabe der Kommission nicht überlappend schädigt die Rechtsdurchsetzungsaufgabe, also die Rolle als Hüterin der Verträge, hat Jean-Claude Juncker erklärt. Er lässt sich von Mitgliedsländern nicht vorschreiben, dass er die Kommission schwächen lässt, indem mehr auf die Rechtsdurchsetzung unabhängig geachtet werden soll. Und nach seiner Auffassung ist es so, dass alles, was zu entscheiden ist, politische Entscheidungen sind. Und die Europäische Kommission ist nur dem Europäischen Parlament rechenschaftspflichtig gegenüber. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielleicht hat das nicht so genau gemeint, aber man kann es so verstehen. Aber ich sage Ihnen eins ganz deutlich. Es liegt nicht im Ermessen der Europäischen Union, selber festzustellen, wo das europäische Recht durchgesetzt wird und wo nicht. Und es liegt auch nicht. Und es liegt auch nicht im Ermessen des Europäischen Parlaments zu entscheiden, wo Recht durchgesetzt wird und wo europäisches Recht großzügig vernachlässigt wird. Wenn diese Europäische Union nicht als Rechtsunion funktioniert, dann wird sie scheitern. Dann ist es nämlich eine Willkürunion. Und da wird von Opportunitätsüberlegungen ausgehend entweder mal Recht durchgesetzt, ganz scharf und straff, ganz straff, und andererseits lässt man es liegen. Und leider zeigt dieser Fünf-Präsidenten-Bericht, über den wir schon mehrfach diskutiert haben, genau dieselbe Richtung auf. Und zwar kommen die Fünf-Präsidenten richtigerweise, ich will nur dieses eine Beispiel nennen, zu dem Ergebnis, dass eine Richtlinie von 2009, nämlich die Einlagensicherung, bisher, 6 Jahre ist es her, in fast der Hälfte der Mitgliedsländer nicht umgesetzt worden ist. Das heißt, fast die Hälfte der Mitgliedsländer sind ihrer Verpflichtung nicht nachgegangen, leistungsfähige, krisenfeste Einlagensicherungssysteme in ihren Ländern zu schaffen. Und anstatt jetzt nach Wegen zu suchen und Vorschläge zu finden, wie das jetzt endlich umgesetzt werden kann in den Mitgliedsländern. Natürlich gibt es da auch objektive Probleme, dass das noch nicht geschehen ist in Spanien und in Portugal. Da hat auch jeder Verständnis dafür. Aber anstatt jetzt zu sehen, dass es möglichst bald umgesetzt wird, nein, kommt man auf die Idee und schlägt vor, okay, lassen wir das, dann machen wir eine europäische Rückversicherung, eine europäische Einlagenrückversicherung. Das heißt, wir verlagern die Haftung für mögliche Probleme, wo sie nicht umgesetzt ist in den Mitgliedsländern, auf die europäische Gemeinschaft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch hier müsste eine Grenze aufgesetzt werden. Denn die Menschen in Europa und auch die Menschen in Deutschland werden es nicht akzeptieren, wenn nicht umgesetztes europäisches Recht in den Mitgliedstaaten immer dazu führt, dass immer weniger, die noch leistungsstark sind, die Haftung für nicht umgesetztes Recht in den anderen Mitgliedstaaten übernehmen müssen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist morgen die Möglichkeit, beim Europäischen Rat leicht korrigierend über solche Wege nachzudenken. Ich halte das für sehr notwendig, und ich wünsche der Bundeskanzlerin, die jetzt leider nicht mehr da sein kann, alles Gute für die wichtigen und wesentlichen Beratungen morgen und übermorgen. Dankeschön. Soweit Michael Stübgen für die CDU-CSU-Fraktion. Der nächste und letzte Redner in dieser Aussprache nach der Regierungserklärung der Bundeskanzlerin ist jetzt Detlef Seif, ebenfalls CDU-CSU. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kollegen, die Zeit drängt. Die Union ist fest entschlossen, den weiteren Zuzug von Asylbewerbern und Flüchtlingen durch wirksame Maßnahmen spürbar zu verringern, damit unser Land nicht überfordert wird. National und international ist vieles schon auf den Weg gebracht worden. Die Bundeskanzlerin hat in ihrer Regierungserklärung die wichtigsten Punkte ja auch angesprochen. Auch auf europäischer Ebene, auch beim Europäischen Rat, werden hier auch wichtige Themen erörtert.
Natürlich, die gravierenden Mängel der EU-Außengrenze sind zu beheben. Mangelnde gar keine Kontrollen. Der Schengen-Raum als ein Raum der Sicherheit und Freiheit ist so nicht gedacht gewesen bei seiner Gründung. Die Dublin-III-Verordnung, das haben auch schon verschiedene Kollegen angesprochen, funktioniert nicht bei einem hohen Zustrom von Flüchtlingen und ist völlig ungeeignet. Es ist auch richtig, dass wir Prüfungszentren und Aufnahmezentren an den EU-Außengrenzen errichten, sogenannte Hotspots, damit die Verfahren gebündelt werden können, damit auch zügig verteilt werden kann und damit auch Rückführungen vorgenommen werden können. Und es wäre auch wünschenswert, wenn die beiden Maßnahmen zur Verteilung von 160.000 Flüchtlingen in Europa umgesetzt würden und wir zu einem dauerhaften Verteilungsmechanismus kämen. Aber, meine Damen und Herren, nehmen wir mal alle Maßnahmen zusammen und denken wir mal, die werden alle zu 100% optimal umgesetzt. Was wäre erreicht? Wir hätten erreicht, dass die EU-Außengrenze sicherer wäre, dass die Personen registriert und erfasst werden, dass die Verfahren zügiger ablaufen und dass eine gerechte Verteilung innerhalb der Europäischen Union umgesetzt wird. Aber die meisten Menschen, die im Moment zu uns kommen, sind gar nicht die, die hier kein Bleiberecht haben. Die meisten haben ein Bleiberecht nach den europäischen Vorschriften. Und genau hier muss die Europäische Union ansetzen und noch einiges nachjustieren. So könnte zum Beispiel auch im Einklang mit der Genfer Flüchtlingskonvention geregelt werden, dass Menschen, die bereits sicher untergekommen sind, sich nicht mehr unmittelbar auf der Flucht befinden, dass diese kein Recht mehr in Europa haben, kein Bleiberecht, zum Beispiel Menschen in Libanon, Jordanien, in der Türkei. Aber was noch viel wichtiger ist, im Zusammenhang mit der Familienzusammenführung haben wir das Thema öfter besprochen. Der subsidiäre Schutz, der ist im Primärrecht der Europäischen Union nur angedeutet, ein System des subsidiären Schutzes zu errichten. Aber wie der ausgeprägt ist, welche Tragweite der hat, ist nirgends geregelt. Hier könnte die Europäische Union ansetzen und auch Einschränkungen vornehmen. Das wirkt dann natürlich nur dann, wenn wir die auch nationalstaatlich eins zu eins umsetzen. Und wir wissen, aufgrund des hohen Zustroms machen wir das gerade bei syrischen Flüchtlingen zurzeit nicht. Wir führen keine Anhörungen durch und gestehen direkt den Flüchtlingsstatus als Flüchtling nach Genfer Flüchtlingskonvention zu, obwohl viele Bürgerkriegsflüchtlinge wären. Das Gute an diesem Vorschlag ist, dass wir uns nicht mit den anderen Mitgliedstaaten rumstreiten müssten. Es ist erkennbar, dass wir trotz der Interessen jedes einzelnen Mitgliedstaates hierfür mit Sicherheit eine breite Mehrheit finden würden. Eins ist ja klar bei der Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der Europäischen Union. Einige Kollegen haben das auch angedeutet mit Blick auf die Grundrechtecharta. Entspricht das nicht unseren Wertvorstellungen und nicht dem, was die Europäische Union geregelt hat? Das betrifft insbesondere die Visegrad-Länder Ungarn, Polen, Tschechien und Slowakei. Aber, meine Damen und Herren, einen schnellen Sinneswandel dieser Länder werden wir nicht herbeiführen. Und ich greife, jetzt ist er nicht da, der Kollege, was Kollege Post gesagt hat. Wir sollten ein Bashing gegen diese Länder vermeiden. Da vertrete ich eher die Linie unseres Fraktionsvorsitzenden Kauder. Wir müssen sehen, dass wir mit diesen Ländern vertrauensvoll zusammenarbeiten, dass wir gemeinsam Lösungen erarbeiten. Und wenn wir jetzt jede Angelegenheit, wie Kollege Post das vorgeschlagen hat, da ist er wieder, wenn wir jede Maßnahme rechtlich durchsetzen, also alle rechtlichen Maßnahmen ergreifen, das war Ihre Aussage, dann ist das Vertrauen weg. Und wir müssen gerade an dieser Stelle das Vertrauen wieder zurückgewinnen. Und ich darf daran erinnern, die Europäische Union, die könnte auch Egoismusunion heißen, EU. Warum? Weil immer mitgliedstaatliche Interessen einen Ausschlag gegeben haben, weil immer irgendjemand einen Rabatt haben wollte, eine Ausnahme, eine Sonderregelung. Großbritannien ist ja da der prominenteste Vertreter. Und machen wir uns doch nichts vor. Die Europäische Union würde doch nicht funktionieren, wenn wir an der einen oder anderen Stelle nicht auch mal nachgeben würden. Und da ist es mir lieber, wir arbeiten jetzt gemeinsam vertrauensvoll
an einem Konzept wie dem eben vorgeschlagenen, was auch umsetzbar ist. Und alles andere muss sich entwickeln. Natürlich dürfen Flüchtlinge nicht aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit oder aufgrund ihrer Herkunft benachteiligt werden. Aber lassen Sie uns das durch kleine Schritte auch diesen Ländern beibringen und nicht durch Aggressivität. Ich weiß, meine Zeit ist am Ende, ist abgelaufen. Und das ist auch im Prinzip. Das wollte ich nicht formulieren. Das ist ja nur hier am Rednerpult. Ich hoffe, ich bleibe hier noch ein bisschen länger erhalten. Also lassen Sie uns deshalb gemeinsam mit allen Ländern an einer Politik der Verteilung von Flüchtlingen arbeiten und an einem gemeinsamen neuen Asylsystem, was wir aber auf die Basis des Vertrauens und der Zusammenarbeit erstellen und nicht auf der Grundlage des Drucks und der Repression. Vielen Dank. Soweit die Rede von Detlef Seif für die CDU-CSU-Fraktion. Meine Damen und Herren, das war die Aussprache im Anschluss an die Regierungserklärung zum Europäischen Rat.